Good morning, America, and happy Independence Day 2015! In seiner langen Geschichte hat Amerika mittlerweile viele fragwürdige Gesetze herausgebracht, die wir uns heute wieder angucken wollen. Auf zum zweiten Sonnenstaat Amerikas. Wir schauen uns Kalifornien an. Anscheinend ist der Verfall der guten Sitten in Kalifornien so weit fortgeschritten, dass Sekretärinnen mit ihrem Chef nicht mehr alleine im Büro sein dürfen. Hygiene ist in Kalifornien groß geschrieben, Sparsamkeit kann vernachlässigt werden. In Kalifornien darf man nicht zwei Babys in derselben Wanne baden. Finde ich gut, ich wollte als Baby auch nicht im fremden Pipi schwimmen. In den kalifornischen Haushalten herrscht Zucht und Ordnung. In Kalifornien dürfen die Männer weiterhin ihre Frauen verprügeln. Dafür dürfen sie sogar Ledergürtel benutzen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Ledergürtel nicht breiter als 2 Inches ist. Wenn der Mann seine Frau mit einem Ledergürtel verprügeln möchte, der breiter als 2 Inches ist, muss er sie vorher fragen. Schatzi, kann ich dich auch mit einem breiteren Gürtel verprügeln? Ich hau auch nur auf den dicken Arsch. Die Stadt Chico in Kalifornien möchte sich vor unnötiger Verwüstung schützen. Daher wird man mit der Zahlung von $500 bestraft, wenn man innerhalb der Stadt eine Atombombe zündet. Auch in Kalifornien müssen sich Tiere wieder mit Gesetzen beschäftigen. Und zwar müssen sich Tiere darüber im Klaren sein, dass sie bestraft werden können, wenn sie sich innerhalb eines Umkreises von 1500 Metern zu einer Kneipe, zu einer Schule oder zu einer Kirche sich beginnen zu paaren. Jeder, der irgendwie ein kleines Häuschen hat oder einen Garten, kennt das. Die kleinen Nager, die immer wieder die ganzen Klamotten anfressen, wie unser Gemüse und so weiter und so fort. Die kleinen und possierlichen Mäuschen. Also, was macht man? Stellt einfach eine Mausefalle auf. Das darf allerdings nicht jeder. Nur Leute mit einer gültigen Jagdlizenz dürfen eine Mausefalle aufstellen. Los Mäuschen, komm in meine Spezialfalle. Kalifornien, einer der fortschrittlichsten Städte, was die Technik angeht in Amerika. Nicht umsonst ist das Silicon Valley entstanden. Aber auch außerhalb von Silicon Valley ist der Fortschritt sehr, sehr weit. Soweit, dass Autos keine Fahrer mehr brauchen. Allerdings dürfen diese Autos nicht mehr als 96 Stundenkilometer fahren. Die kalifornische Gesetzgebung macht vor höherer Gewalt keinen Stopp. Selbst die Sonne muss sich kalifornischen Gesetzen unterwerfen. Kalifornische Gesetze garantieren Sonnenschein. Ob das irgendjemand der Sonne gesagt hat? In San Francisco wird streng darauf geachtet, dass Tiere nicht wild durch die Gegend stromern. Daher dürfen Elefanten nicht frei an der Market Street langlaufen. Es sei denn, ihr Besitzer führt sie an der Leine, dann ist das wieder in Ordnung. Wer römisches Feeling in Kalifornien sucht, sucht es vergebens. Badehäuser sind in Kalifornien gegen das Gesetz. Ich frage mich echt, wieso? Auch die kleinsten Kalifornier sollen vor Unglücken bewahrt werden. Daher ist es Kindern per Gesetz verboten, über Pfützen zu springen. Ich frage mich echt, wie viele Kinder da schon in Pfützen ertrunken sind. Wer kennt es nicht? Das wundervolle Hexadezimalsystem. Ich glaube, ihr alle habt sicher auch schon diesen Drang verspürt, in diesem System unbedingt rückwärts zählen zu wollen. Und zwar so laut, dass es jeder mithört. Könnt ihr machen, aber nicht in Cupertino. Da ist das wirklich verboten. Auch in dem Bauernstaat Amerikas. Wir gucken jetzt nach Kansas. In Wichita gibt es auch die eine oder andere Zankerei im Haushalt. Anscheinend nicht selten ausgelöst durch die Schwiegermutter. Und manch einem Ehemann geht es dann wirklich so, der verprügelt die Alte dann wahrscheinlich auch noch. Jedoch ist es in Wichita kein Scheidungsgrund, wenn man die Schwiegermutter verprügelt hat. So, du alter Besen, wo bist du? Auf dem Flughafen zu rülpsen ist strikt verboten. Ich frag mich, warum? In der Stadt Natoma darf man keine Messer auf Männer werfen, die gestreifte Anzüge tragen. Und was ist mit Steinen? Granaten? Aber ein Auto auf den Typen werfen ist okay? Wenn ihr wisst, was wir hier für Gegenstände auf Männern gestreiften Anzügen werfen dürfen, schreibt es bitte unten in die Comments. Ich bin gespannt. Kansas tut was für den Naturschutz. Das ist sehr löblich, denn hier werden Enten besonders geschützt. Enten dürfen nicht gejagt werden, wenn dazu Maultiere zur Hilfe genommen werden. Aber ich darf mir doch weiterhin meinen Panzer von der Armee borgen, dass ich damit Enten abschießen kann, oder? Die Deutsche Bahn sollte sich was vom amerikanischen Zugsystem abgucken. Besonders in Kansas gibt es viel für die Deutsche Bahn zu lernen. In Kansas ist es so, wenn sich zwei Züge auf der gleichen Strecke begegnen, damit ist gemeint, nur eine einzige Fahrspur für beide Züge, darf ein Zug erst weiterfahren, wenn der andere passiert hat. Wie doof muss man sein? Liebe YouTube-Community und Amerika-Verrückte, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen 4. Juli 2015 und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn ihr wieder reinschaltet. Bis dann, euer MK.